Willkommen zurück zu unserer Serie über das Geld. In diesem Teil betrachten wir die Frage, wo kommt das Geld überhaupt her? Und die Antwort lautet wie so oft, das kommt drauf an. Wir müssen zunächst einmal betrachten das sogenannte Fiat-Geld. Ein Begriff. Fiat-Geld oder Fiat-Money auf Neudeutsch. Fiat, dieser Ausdruck heißt, es werde, es geschehe. Ja, wir kennen diesen bekannten Ausdruck aus der Bibel, Fiat Lux. Das bedeutet, es werde Licht. Und Fiat Geld bedeutet, es werde Geld. Dieses Geld wird also aus dem Nichts erschaffen, wird in den Büchern erzeugt. Ich habe das ausführlich in vielen Videos erklärt, die im Netz zugänglich sind. Ich will das hier nicht vertiefen. Man hat hier einen Gegensatz in den Lehrbüchern und sagt, Fiat-Geld, das einfach so erzeugt wird, steht im Gegensatz zum wahren Geld. Und das haben wir auch schon betrachtet. Das sind Dinge, die als Geld dienen, die einen inneren Wert haben, wie Perlen zum Beispiel. Also der Gegensatz ist Fiat-Geld und Warengeld. Und ich glaube, dass sich, so wie die Sache sich entwickelt, ein neuer Gegensatz abzeichnet, nämlich zum Kryptogeld. Kryptogeld. Kryptowährungen. Ehe wir darauf eingehen, möchte ich noch kurz einen Aspekt festhalten. Fiat-Geld wird also aus dem Nichts erzeugt, aber auf der anderen Seite entsteht eine Schuld. Und das ist wichtig zu verstehen. Das Fiat-Geldsystem, das wir heute kennen auf der Welt, gesteuert von Zentralbanken, ja, das Fiat-Geld ist gesteuert von Zentralbanken. Und wir denken, das müsste immer so sein. Aber in Wirklichkeit war es sicher nicht so, als wir noch in Höhlen lebten. Da gab es mit Sicherheit keine Zentralbank. Wir haben uns daran gewöhnt. Eine Zentralbank druckt unser Geld, erzeugt es aus dem Nichts und es ist ein Schuldgeldsystem. Und hier liegt ein Riesenproblem, denn der Weltschuldenstand dieses Planeten ist genau null. Das, was der eine Teil der Menschheit an Vermögen hat, ist das, was der andere Teil der Menschheit, der weitaus größere Teil der Menschheit, an Schulden hat. Und das gilt es zunächst einmal zu verstehen. Wir haben ein Schuldgeldsystem, das dazu führt, dass ein kleiner Teil der Menschheit sehr viel Vermögen akkumuliert hat, was in der Summe genau den Schulden des restlichen Teils der Welt entspricht. Ein Schuldgeldsystem. So, kommen wir zum Kryptogeld. Kryptogeld, vor allem die erste wirklich funktionierende Kryptowährung, der Bitcoin. Kryptogeld wird nicht erzeugt im Sinne von Fiat Money, sondern es wird geschürft. Und man kann auch sagen, es wird gemeint. Denn der Akt, um dieses Geld zu erzeugen, vor allem beim Bitcoin, heißt Mining. Das ist ein Prozess, bei dem Energie verbraucht wird, im Wesentlichen Strom verbraucht wird. Ein Prozess, den wir uns noch genau anschauen werden, der wesentlich dazu beiträgt, dass die Transaktionen, die in dieser Währung gemacht werden, sehr, sehr sicher sind. Ich komme darauf zurück.
Hier geht es mir im Moment nur um den Prozess, während also das Fiat-Geld einfach so aus dem Nichts erzeugt wird, eingebucht wird. Ja, also Fiat-Geld wird eingebucht und das Kryptogeld wird geschürft. Wobei es bei diesem Schürfen inzwischen schon verschiedene Varianten gibt. Auch wer auf Steemit einen konstruktiven Beitrag leistet, von dem andere denken, dass er sinnvoll ist und das honorieren, indem sie diesen Beitrag upvoten, auch das ist eine Form des Schürfens. Auch dadurch entsteht Kryptogeld. Ja, also Mining in verschiedenen Variationen. Mining ist also die Aktion, die dieses Geld in die Welt bringt. Was also auf der anderen Seite steht, ist nicht Schuld, sondern Energie im Sinne von Strom, wenn wir an den Bitcoin denken, beziehungsweise Arbeit, wenn wir daran denken, dass jemand einen Beitrag schreibt, zum Beispiel auf Steemit. Kurz in Klammern sei angemerkt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, das Kryptogeld in die Welt zu bringen, das heißt Airdrop. Darauf werde ich an anderer Stelle später mal eingehen, nur der Vollständigkeit halber hier erwähnt. Das Wesentliche ist das Mining. Und auf der anderen Seite steht also nicht Schuld, sondern Energie bzw. Arbeit. So, und damit haben wir einen neuen Gegensatz. Da wir uns von dem wahren Geld im Wesentlichen verabschiedet haben und heute in überwältigender Mehrheit Fiat-Geld verwenden und dieses Fiat-Geld ein Schuldgeldsystem ist, das heißt, bei Fiat-Geld wird auf der anderen Seite eine Schuld eingebucht in die Bücher, haben wir jetzt einen echten Gegensatz, einen neuen Gegensatz, nicht mehr Fiat-Geld und Warengeld als Gegensatz, sondern Fiat-Geld und Kryptogeld. Und Kryptogeld wird im Wesentlichen erzeugt durch den Einsatz von Energie, Strom oder Arbeit. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Teil.